die Haare schön. Immer noch? Warte. Super, können wir von dir gleich moderieren. Oh, das war der Kai. Kai, warte doch bitte zum Finale, Mensch. Sehr schön. Das war sehr schön eingetaucht. An die Skate. Halt drauf! Das war ein gehackter. Ja, anmelden. Noch nicht. Vom 10er beträgt die Aufprallgeschwindigkeit ungefähr 50 Stundenkilometer. Ich will jetzt keine Angst machen. In Frankfurt hatten wir vor 2 Wochen einen schweren Sturz, als wir in Main gesprungen sind. Das war ja schon gleich ein Kopfsprung. Das ist eine Ansage. Ich glaube, der will Weltmeister werden hier. Okay. So. Wow. 5 Punkte. Super, Dirk. Los geht's. Wow, das gleiche Element, eine sehr gute Körperspannung, bis auf die Landung. So, schauen wir mal kurz. Ihr müsst die Dagmar freigeben, aber müsst ihr warten. So, dann haben wir die Dagmar. Einen Moment, Dagmar. Einen Moment noch. Zeig uns, was in dir steckt. Ab geht's. Jawoll! Sauberer Sprung. Das gibt Punkte. So, sauber. Ich würde sagen, von der Klippe gesprungen wäre es eine glatte 10 gewesen. Dicken Applaus hier für Jascha. Jawoll! Oh! Extra für die Grätsche. Komm, 7,5, Respekt. Jawoll! Das sah doch gut aus. 7,86 von der Wertung. Sehr gut, aber für die Damen, das gibt dann 5 Punkte. Von mir waren es noch 7,557. Sehr gut. Gestreckter Fußsprung, 5 Meter. Gute Körperspannung. Andrea, hast du das gute Gelegenheit dazu werden? Gute Rückenlage. Okay. Hier kann ich schon auf die Kurve geben. Wir machen eine durch. Jeder Springer 5 Runden, dann hier eine Runde. Also, der war super. Das ist 1,5 vorwärts. Ja!
Ja, der Klassiker von Kai immer wieder gerne gesehen. Jawohl, das war ein Fußsprung mit einem versuchten Grip an die Skates. Das war erstmal vom Warnwerden ein Fußsprung. Jawohl, da war der Griff an den Skate sehr sauber ausgeführt. Sehr gut gelandet, Peter, 1A, Spannung. Jawohl! Also ganz schnell bist du rüberstarten. Also so werden wir rauen, herzlich Glückwunsch. Du bist sauber gelandet. Ja! Jawohl, der sieht man, der Mann kommt aus der Halfpipe. Das war eine ganze Drehung mit Griff an die Skate, somit also ein Fußsprung ganzer Schraube und 0,2 extra Punkte für die Hälfte. Moment, ich muss hier rüberkommen. Ich schreibe mal rüber, super Ausführung, es gibt 8 Punkte von mir. Schönes Element. Das ist für mich der erste Anwärter. Super. Geht's. Dicken Applaus für Klaus. Kopfsprung. Der Hintern war das Problem. Der Hintern. Der hat ein bisschen gespritzt. Ja, das ist eine Idee. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Okay. Du darfst. Respekt. 3, 2, 1. Oh. Nationalhymne!
eindeutig, jeweils 20 Punkte zwischen den dreien, aber trotzdem toll, alle über 100 Punkte. Ganz toll, die ersten Weltmeister im Inlineskate-Turmspringen, die es je gegeben hat. Herzlichen Glückwunsch, Dagmar und Carola und Susanne. So wie das Finish ist gewesen. Bitte schön, du, deine Show. Na, ich denke, eure Show. Okay, und nun zum Weltmeister aus dem Iran, Yasha Gorbani. Und da muss man sagen, der Yasha hat das ganz toll gemacht. Er hat gesehen, wo er nach den ersten drei Sprüngen lag und hat dann gedacht, ich baue noch ein paar Drehungen mit ein. Lande die Sauber, das gibt 5 Punkte und hat sich so noch den Weltmeistertitel von dem Peter geschnappt. Super Leistung, Yasha, herzlichen Glückwunsch, erster Weltmeister im Inlineskate-Turmspringen aus dem Iran. Jawohl! Super! Also vielleicht nochmal so als Hinweis, die Punkte sind eigentlich nur 85, 40 Punkte für Platz 1. Du hast gewonnen, du hast uns überzeugt, der irre Ire, den größten Mut nach dem Sturz im dritten vom Zehner, anderthalbfachen vom Siebenhalber und dann nochmal Zehner. Das war eine super Leistung, du hast zu Recht unseren Pokal der Herzen gewonnen. Bitte aufs Treppchen und herzlichen Glückwunsch, der Sieger der Herzen aus Irland. Das Eintauchen ist gefragt. Dann wird man Weltmeister, dann schleicht man sich zum Titel. Sisi ist ein bisschen geknickt, nächstes Jahr kommt er wieder. 20, 40.